بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, erwähnt in der Überlieferung Musnad von Imam Ahmad über Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, dass er den Propheten alayhi salatu wasalam hörte, wie er folgendes sagte, und zwar: والذي نفس محمد بيده, und bei dem, dessen Hand Muhammad Seele ist, لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين, und die Stunde wird nicht eintreffen, bis der Vertrauenswürdige als Betrüger dargestellt wird. وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ, und dem Verräter oder dem Betrüger wird geglaubt. Also die Realität wird verdreht. Das ist das, was wir heute sehen, subhanallah, aber das ist nicht das Thema. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam weiter: حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالْتَفَحُّشُ, bis الْفُحْش und التَفَحُّش auftreten. Und darüber haben wir auch schon geredet. Nämlich, damit ist gemeint, dass diese Obszönitäten, diese abscheulichen, unmoralischen Sachen sich verbreiten werden. Und dann sagt der Prophet alayhi salatu wassalam, وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامُ, und dass die Verwandtschaftsbande gebrochen wird. Und darüber haben wir auch geredet. Und dann sagt der Prophet sallallahu alayhi wasallam, وَسُوءُ الْجِوَارُ, und die üble Nachbarschaft. Und die üble Nachbarschaft. Und diese Überlieferung, die finden wir im Musnad von Imam Ahmad länger, mit der Nummer 6872. Und auch in anderen Werken. Und Al-Hakim hat sie für authentisch klassifiziert. Und Shu'aib al-Arnaud sagte, dass er sahih li-ghayrihi ist. Also auch authentisch. Und Ahmed Shakir hat die Überlieferungskette ebenfalls für authentisch erklärt. Und in dieser Überlieferung finden wir tatsächlich Sachen, die so alle heute klar und deutlich zu sehen sind. Zum einen, dass diese Obszönitäten sich breit gemacht haben, dass diese unmoralischen Sachen sich breit machen, die Schamlosigkeit, die schmutzigen Sachen, dass dem Vertrauenswürdigen nicht mehr geglaubt wird und der Vertrauenswürdige wird als der Betrüger und der Lügner, der Hassprediger dargestellt, wohingegen der Lügner und der Betrüger als der Ehrliche und Wahrhaftige dargestellt wird. Und genauso wird die Verwandtschaftsbande gebrochen. Und das ist etwas, was wahrscheinlich in beinahe allen Familien vorhanden ist. Oder wenn nicht, dann in den meisten Familien. Dass der Bruder nicht mehr mit dem Bruder spricht. Oder die Schwester nicht mit der Schwester. Kinder nicht mit den Eltern. Eltern nicht mit den Kindern und so weiter. Und die Sache, über die ich jetzt rede, ist und die schlechte Nachbarschaft. Und die schlechte Nachbarschaft. Und damit ist Folgendes gemeint, dass man schlecht zu seinem Nachbarn sein wird. Und das ist etwas, was in unserer Zeit ebenfalls vorhanden ist. Und der Doktor Muhammad al-Mubayyid, er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Und zwar sagte er sinngemäß über diese Sache: Und als der Islam klar machte und zu der guten Nachbarschaft rief und zur Ehrung des Nachbarn und die Unterlassung des Schadens, also dass man dem Nachbarn nicht schadet, sondern den Nachbarn ehrt, so ist dies eine gewaltige Wesensart, die man bewahren und sich darum bemühen sollte. Man soll sich also bemühen, dass man den Nachbarn ehrt und dass man ihm keinen Schaden zufügt. Wie zum Beispiel, indem man extrem laut ist und den Nachbarn stört und dreckig ist und so weiter. Ja, alle Formen des Schadens sollte man dem Nachbarn ersparen. Und hier möchte ich kurz etwas erwähnen, und zwar: Wenn dein Nachbar ein Käfer ist, dann hat er immer noch die Rechte des Nachbarn. Das sollte man sich vergegenwärtigen. Man darf nicht denken, oh, er ist ein Käfer, ich kann machen, was ich will, hat er Pech gehabt. So funktioniert das nicht. Er ist dein Nachbar. Und der Nachbar im Islam, er hat gewisse Rechte. Die musst du ihm geben. Und Allah hat es nicht davon abhängig gemacht, dass dieser Nachbar ein Muslim ist oder nicht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist: Wenn dieser Nachbar noch ein Muslim ist, dann hat er nicht nur die Rechte des Nachbarn, sondern er hat auch noch die Rechte des Muslims dir gegenüber. Und die Rechte des Muslims plus die Rechte des Nachbarn, und ich weiß, dass es die schlimmsten Nachbarn überhaupt geben kann. Ich bin sicher, dass der ein oder andere, der das hört, schon die Erfahrung gemacht hat. Dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Die dritte Sache ist: Wenn dieser Nachbar
auch noch ein Verwandter von dir ist, wie beispielsweise deine Schwester oder dein Bruder oder dein Vater oder deine Mutter, dann hat dieser Nachbar noch dieses dritte Recht, und zwar das Recht des Verwandten. Dann ist das sowohl das Recht des Verwandten als auch das Recht des Muslims als auch das Recht des Nachbarn. Das heißt, wir müssen auf diese Sache achten. Nur weil einer beispielsweise kein Muslim ist, heißt es nicht, dass du machen kannst, was du willst. Das ist eine Sache. Gehen wir zurück zu der Aussage. Er sagt weiter, und wenn man sich davon abwendet, so ist dies ein riesiger Mangel im Hinblick auf die Gesellschaft für diese Umma. Und das ist tatsächlich der Fall. Und dann sagt er weiter sinngemäß, wie es heute beobachtbar ist. Also heute ist es zu beobachten, wie die Leute sich davon abgewendet haben, von dieser Pflicht, dass man den Nachbarn gut behandelt und dass man ihm keinen Schaden zufügt. Und das ist heute tatsächlich der Fall. Ich bin sicher, dass die meisten ihre eigenen Erfahrungen diesbezüglich gemacht haben. Und dann erwähnt er etwas sehr Interessantes und Wichtiges. Er sagt, die Barmherzigkeit, welche vorhanden sein sollte zwischen den Individuen der islamischen Gesellschaft, wurde durch das Brechen des Kontakts und durch die Meidung und durch die Unachtsamkeit in Bezug auf das Halten des liebevollen Kontakts zwischen den Leuten ersetzt. Das heißt, anstatt dass wir gut miteinander umgehen, ihnen die Rechte des Nachbarn geben und so weiter, sagt er, dass das ersetzt wurde und ausgetauscht wurde durch das Brechen des Kontaktes, durch die Meidung dieser Person und durch die Unachtsamkeit in Bezug auf das Halten des Kontakts. Und dann sagt er, außer durch das Erlangen eines persönlichen Nutzens und die Verwirklichung spezieller Agenten. Das heißt, außer durch das Erlangen eines persönlichen Nutzens, damit ist gemeint, wenn du von dieser Person profitierst, dann hältst du den Kontakt und dann gibst du ihm die Rechte. Aber nur wenn du davon profitierst, und so sind heute leider viele Menschen, die melden sich bei einem zum Beispiel nur, wenn sie etwas brauchen. Die kennt jeder, bin sicher, die kennt jeder. Und die Verwirklichung spezieller Agenten. Das heißt, am Ende wird das dann nur noch getan, um einen eigenen Vorteil aus dieser Sache zu erzielen. Und das ist etwas, was wir heute sehr wohl wahrnehmen. Und wenn wir schon beim Thema Nachbarn sind, wollte ich einige Sachen erwähnen, die der Prophet alaihi salatu wassalam in Bezug auf den Nachbarn erwähnte. Und das sind wichtige Punkte, die man als Muslim unbedingt kennen sollte. Und man sollte wissen, was der Prophet hierüber sagte. Und mit die bekannteste Sache, die der Prophet sagte, und die Überlieferung finden wir sowohl im Bukhari als auch im Muslim, er sagte er, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarah. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er seinen Nachbarn nicht schaden. Das ist der Prophet alayhi salatu wassalam. Und interessant ist, dass der Prophet sallallahu alayhi wassalam sagt yu'zi und adhiya, das Wort im Arabischen, welches übersetzt wird als Schaden oder das Verletzen, ist nochmal harmloser als das arabische Wort darar. Darar ist, in der Hierarchie ist das noch ein schlimmerer Schaden als adhiya. Adhiya ist nochmal ein harmloserer Schaden. Und wir finden auch Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem üblen Nachbarn Zuflucht suchte bei Allah, indem er sagte, Allahumma inni a'udhu bika min ajarisu, dass er seine Zuflucht vor dem üblen Nachbarn suchte bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn ein übler Nachbar kann einem das Leben extrem erschweren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dieses Recht gegenüber unseren Nachbarn erfüllen lassen und möge er uns zu vorbildlichen Muslimen machen. Hada wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad.